Das hier ist ein Versuchsaufbau mit einem Feldemissionsmikroskop. Das Feldemissionsmikroskop, das ist dieser Teil hier, und mit dem können wir nachher gleich Bariumatome beobachten. Dann ist hier noch relativ viel außenrum, das ist aber alles halb so wild. Also wir haben einmal hier einen Stromkreis für die Kathodenheizung. Hier drin ist eine Kathode, auf die werden die Bariumatome gleich aufgedampft und die muss man, bevor man dieses Gerät verwendet, einmal sauber glühen. Dafür ist dieser Stromkreis hier. Dann haben wir ein Hochspannungsnetzgerät, das ist das hier. Damit wird die Feldemission erzeugt. Da wird eine Hochspannung zwischen der Kathode und der Anode hier unten angelegt und das erzeugt uns die Feldemission. Dann gibt es hier unten einen Bariumvorrat, aus dem die Bariumatome aufgedampft werden auf die Kathode. Der muss beheizt werden und dazu haben wir auf dieser Seite hier noch einen zweiten Stromkreis, der für die Bariumheizung da ist. Jetzt schauen wir uns zuerst mal diesen Glaskolben noch mal genauer an, damit wir mal das Innere von diesem Feldemissionsmikroskop sehen. Das hier ist jetzt das Feldemissionsmikroskop. Dieser Glaskolben, der ist evakuiert. Wir sehen hier zwei Zuleitungen, diese langen Stangen, das sind die Zuleitungen für die Kathode. Und die Kathode, das ist dieser Wolframdraht hier vorne. Der Wolframdraht, der hat zwei Enden, die sind vorne so verzwirbelt und die laufen hier vorne spitz zu. Wir sehen das gleich noch besser, wenn ich diese Kathode einmal sauber glühe, denn für den Betrieb von diesem Feldemissionsmikroskop muss ich die Kathode vorne einmal ordentlich sauber glühen. Die Anode, die ist hier unten. Man sieht hier auf der Seite noch so einen Ring. In diesen Ring ist das Barium eingelassen und das können wir jetzt gleich verdampfen. Dann schlägt sich dieses Barium hier oben auf der Kathode nieder und wir können vorne auf dem Leuchtschirm einzelne Bariumatome beobachten. Das hier vorne, das ist ein Fluoreszenzschirm und wenn die Elektronen hier vorne auftreffen, dann beginnt dieser Fluoreszenzschirm hier vorne grün zu leuchten. Die Vergrößerung bei diesem Mikroskop ist etwa ein Faktor 500.000. Die resultiert aus dem Krümmungsradius dieser Spitze, der Wolframspitze, im Verhältnis zum Radius des Glaskolbens. Ich drehe jetzt hier die Spannung an der Kathode auf, ganz langsam, und dann sehen wir hier, wie der Strom steigt. Das ist der Strom durch diesen Wolframdraht. Und wenn der Strom groß genug ist, dann sehen wir, wie der Wolframdraht vorne anfängt zu glühen. In dem Moment sehen wir auch, dass diese Wolframkathode vorne spitz zuläuft. Ich drehe jetzt hier weiter auf bis etwa 1,4 Ampere. Und das ist dann so die Stromstärke, bei der wir die Kathode für etwa 30 Sekunden sauber glühen. Wenn sie dann sauber ist, dann drehe ich den Strom wieder runter. Denn für den Betrieb brauchen wir das nachher nicht. Das ist nur zum Ausglühen der Kathode. So, jetzt mache ich einmal die Hochspannung an. Und dann treten durch die Feldemission die Elektronen aus der Wolframspitze aus. Und da, wo die Elektronen auf den Fluoreszenzschirm auftreffen, da leuchtet der grün. Wir sehen auch, dass dieser Schirm nicht homogen grün leuchtet, sondern dass es offenbar Richtungen gibt, unter denen die Elektronen besser aus der Spitze austreten können und welche, unter denen sie nicht so gut aus der Spitze austreten können. Das ist dann da, wo der Schirm dunkel ist. Zum Beispiel in der Mitte sehen wir, da ist ein dunkler Fleck. Da treten die Elektronen offensichtlich nicht so gut aus der Spitze aus. Um das zu verstehen, braucht man die Festkörperphysik, da braucht man Kristallrichtung, Kristallorientierung. Das soll uns jetzt hier nicht interessieren. Wir schauen uns jetzt gleich die Bariumatome auf der Wolframspitze an. Dazu werde ich den Bariumvorrat jetzt beheizen. Und dann dauert es einen Moment, bis wir die Bariumatome auf der Wolframspitze sehen können. Noch passiert nichts. Das dauert einfach ein bisschen. Ich kann auch nicht beliebig schnell heizen. Sonst habe ich irgendwann keinen Glühdraht für das Barium mehr.
So, da kommen die ersten Atome. Da sieht man so helle Punkte. Das sind die Bariumatome. Okay, jetzt sieht man sehr schön, wie sich die Oberfläche ändert und wie da solche einzelnen Bariumatome aufleuchten. Ich drehe jetzt die Heizung für den Bariumvorrat wieder runter und dann können wir die Atome beobachten. Also hier oben sehen wir zum Beispiel eins, das sich etwas bewegt. Das ist mal auf der Spitze und dann mal wieder nicht. Und hier auf der Seite sehen wir ein paar Bariumatome. Im Wesentlichen bleiben die da, wo sie sind. Manche bewegen sich, aber die meisten bleiben einfach an Ort und Stelle. Dass die Struktur nicht schärfer ist, dass die Punkte nicht schärfer sind, das liegt jetzt nicht etwa an der Kameraeinstellung, dass der Fokus nicht richtig eingestellt ist oder so. Das liegt einfach daran, dass das Auflösungsvermögen von diesem Mikroskop nicht größer ist.